Willkommen zurück bei Grandtheft Auto 4. Mal gucke, was für eine Mission wir machen. Ich würde sagen, United Liberty Paper zu X. Jetzt nehmen wir uns hier die Karre. Sieht doch ganz knorkig aus. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu United Liberty Paper, zu dieser Michelle, Karen, Bitch, die uns da verraten hat am Anfang. SMS von Ray. Niki, wir wollen dich im Auge behalten, aber naja, bla bla, ich glaube, die SMS hatten wir schon. Zeitverschiebung. Mysterious. Boah, fahr mir mitten in den Weg rein. Hirnloser Trottel. Kurze Info, falls in nächster Zeit von mir nicht mehr so viele Videos kommen. Also, wenn mal ein Tag oder so mal nur ein Video oder gar kein Video kommt, dann liegt es einfach daran, dass ich keine Zeit habe, um Videos aufzunehmen, beziehungsweise zu rendern, beziehungsweise hochzuladen. Wegen Schule. Ich probiere, ob ich am Wochenende genug aufnehmen kann für eine ganze Woche. Und ja. Sowieso gerade anrufen. Ich weiß nicht, was die sagen. Ich bin halt irgendwie nicht in Stimmung für Aufnehmen. Ich mach's aber trotzdem. Nur für euch. Ja. Wir haben mal eine schöne Delle ins Dach reingepumpt. Da links ist das Schiff United. Das Navi will uns immer im Kreis rumschicken. Anstatt dass es den direkten Weg nimmt. Aber es sind sowieso immer mit dem legalen Weg. Und wenn wir Schule ist, an allem schuld. Ich werde probieren, am Wochenende aufzunehmen, dass ich während der Woche nur noch, und zu rendern natürlich, dass ich während der Woche nur noch Ding, wie es während der Woche nur noch hochladen muss. Hang out with bad people doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office leased to a man who died in the last days of Vietnam? Call me up. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lansing and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last... Medal of Honor, vielleicht. What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her a life. We didn't play too rough. We gave her. Wieso nicht? Ich hätte so ruhig brutal sein können mit der. What about me? We'll discuss that later. Ich hätte die Bitch ein bisschen schlagen können. Für den Verrat an mir. Freedom, Liberty. Schöne Flagge an der Wand. Amerika. Amerikanische Flagge. Lö, amerikanische Flagge. Wo der am Fahrzeug und begibt diesen wie heißt das Ding? Civilization Plaza. Ah. Oh. Ich kenne die Mission, mir fällt es wieder ein, aber ich nehme mir mal hier die schnucklige Karre. Diesen Blister kompakt. Zack. Raus. Thank you. Goodbye. Guten Einkauf. Zack. Radio wechseln, ja, wir kriegen einen Anruf. Ja, super. Warte doch mal, ey, nicht so hastig. Komm, geh ich aus dem Gebäude raus, ruf da auch schon an. WTF. Radiosender weg, Musik mach ich nicht. Liberty Rock Radio. Ah, San Andreas wollte ich ja noch zocken nachher. Mal wieder.
Es ist gerade Abend, ich weiß nicht, 20 Uhr Nummer ist, also kurz, also 20:05 haben wir. Ich wollte noch San Andreas zocken, ich habe vorhin Zeitung ausgetragen. Ein Mistjob ist das. Und dann werde ich nachher noch schön gemütlich, richtig chillig eine Runde San Andreas zocken. Das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, ohne Witz. Aber immer noch eins der besten Spiele, die es gibt, finde ich. Also war früher ab... Oh Mensch. Mein Deutsch ist immer noch nichts gut. GTA San Andreas war früher mal mein Lieblingsspiel. Sagt mit der Kamera einstellen, kann noch kein Mensch fahren, oder? Miau, außer mir vielleicht. Aber sonst kein Mensch. Ja, okay, ich habe auch nämlich zerdeppert. Mit Absicht, damit ihr euch nicht so scheiße fühlt, wenn ihr nicht so fahren könnt. Blödsinn. Ich glaube unten rum. Ja, ich gehe mal unten rum. Zur Sicherheit. So. Ah ja, wollte ich mal gucken, ob ich bei Live angemeldet bin. Nein, bin ich. Ich meine, doch, bin ich. Gut. Weil ich bin auf Offline angemeldet gegangen. Weil es irgendwie spinnt bei Online anmeldung. Weil die Spiele ja GTA 4 jetzt ohne Crack, weil es einfach von der Performance her dann besser läuft. Ich muss zwar mal CD drinne haben, aber kack da mal drauf. Bis ein bisschen CD weg sind für eine bessere Performance, bin ich bereit einzugehen. Aber jetzt werde ich erstmal hier gut gehen, dass ich dem Heli nachziehe. Sag, ah, was heißt nachfliegen, nachbar? Ist aber nicht schwer. Also, der Heli müsste auch hier davon nicht direkt gleich halten, landen. Und so weiter und so fort. Und zwar genau, ja, ich fahre den noch voll hinten rein. Ich hatte auch fast keinen Platz auszuweichen. Der brennt natürlich, alles geplant. Egal. Ja. Oh, warum fahre ich so früh? Ich depp, nein! Oh Mann, nee, Alter. Komm. Fuck! So kommt es beim Abzug, kein Bock zum Aufnehmen hat und es trotzdem macht. Ich bin so Abonnenten. Mann. Das ist irgendwie schon vertan, ey. Da wird die ganze Scheiße nochmal machen. Oh, fuck. Ja, fahr mich da mal hin, dir. Digga. Oh, wieso kann ich doch jetzt wieder voll vergessen? Ich will die möglichst vor 20:15 schaffen, will ich mir eventuell noch einen Film reinziehen und morgens dann Andreas zocken vielleicht mal gucken. Ja komm, jetzt kack mir ein Spiel ab oder was? Oh nee, fuck. So Leute, an dieser Stelle leider einen kleinen Schnitt, weil mir das Spiel doch tatsächlich unterm Arsch weg abgeschmiert ist. Ich werde die Mission natürlich in der nächsten Folge wiederholen, dann werde ich einfach direkt bis dahin skippen, wo wir dann, also bis zum Heli, bis der dann losfliegt, werde ich das einfach überspringen. Und ja, bis zum nächsten Part, auch wenn dieser jetzt ein bisschen kurz geworden ist.